Ein Auftritt sollte für Maite Kelly ein glanzvolles Ereignis werden, doch eine fiese Panne machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Die Sängerin und Entertainerin, deren Neffe Gabriel Kelly bei Let's Dance 2024 mitwirkt, wurde Opfer technischer Schwierigkeiten während ihrer Performance. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Am Samstag, den 4. Mai 2024, trat Maite Kelly in der Giovanni Zarella Show auf, gekleidet in ein hautenges Kleid aus dunklem Leder, um ihren Hit Es ist einfach passiert live zu präsentieren. Leider wurde der Auftritt von technischen Problemen überschattet, sodass das TV-Publikum Mühe hatte, ihre Strophen zu verstehen und das Tempo stimmte nicht. Entscheidend war, dass Maite Kelly sich entschied, das Lied live zu singen, anstatt auf ein Playback zurückzugreifen. Dies könnte zu der Panne beigetragen haben, denn singen kann die Musikerin zweifellos. Während die Fans vor Ort dennoch von Maite Kellys Auftritt begeistert waren, äußerte sich das TV-Publikum kritisch. Besonders auf dem sozialen Netzwerk X wurden zahlreiche negative Kommentare abgegeben, die den Auftritt kritisierten. Maite Kelly selbst erkannte schnell, dass etwas nicht stimmte und äußerte sich nach dem Auftritt gegenüber Giovanni Zarella besorgt über das Timing. Sie versuchte, sich an den Gitarristen anzupassen, doch das wirkte sich nicht auf die Übertragung aus. Maite Kelly wurde 1997 in Berlin geboren und ist Teil der berühmten Kelly Family. Sie begann ihre Karriere als Straßenmusikerin und ist heute erfolgreich im Schlagergenre. Trotz ihrer Erfolge hatte sie mit technischen Problemen während ihres Auftritts zu kämpfen. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.